Also zu mir kommen hauptsächlich Frauen, die den Wunsch haben, ihre Brust zu verändern. Und da geht es sowohl um die Brustverkleinerung wie die Bruststraffung und natürlich auch um die Brustvergrößerung. Ja, bei den Brustvergrößerungen kommen die Frauen schon mit relativ genauen Vorstellungen. Die Materialien sind in der Art und Weise, wie sie hergestellt werden, weicher, flexibler und trotzdem in sich stabiler. Es gibt runde Implantate und tropfenförmige Implantate. Die runden, mit denen man sich im Grunde genommen aussuchen kann, welche Größe von Dekolleté man haben möchte. Die tropfenförmigen oder auch anatomischen Implantate für Frauen, die möglichst ein ganz natürliches Ergebnis haben wollen. Weil die allermeisten Frauen, die zu mir kommen, sagen immer, ich möchte was haben, was zu mir passt. Ja, und das kann man heute auch wirklich machen.